Guten Morgen. Die Sonnenblume ist für mich die Blume des Hochsommers schlechthin. Im Französischen heißt sie Tournesol, die sich mit der Sonne dreht. Und das tut sie tatsächlich. Die Knospen richten sich mit der Morgenröte, gehen Osten auf in Richtung der aufgehenden Sonne und sie wandern dann, da hinten sucht Frau Ginger den Weg zur Sonnenblume, sie wandern dann mit der Sonne im Tagesverlauf Richtung Westen und in der Nacht richten sie sich wieder neu auf. Die Blüte dann selbst ist fest ausgerichtet, orientiert Richtung Osten und blickt immer in Richtung aufgehender Sonne. Ich finde, das ist eine Lebenshaltung, sich nicht auf das dunkle, finstere zu fixieren, sondern das Licht zu suchen, das Helle, die Aufklärung. Ich verbinde das mit Martin Luther. Der hat zum 8. Gebot geschrieben, du sollst nicht lügen. Da geht es nicht nur darum, dass man über den anderen nicht Falsches und Schlechtes reden soll, sondern dass man, so schreibt Martin Luther, alles zum Besten kehren soll. Also sich nicht fixieren auf das Schlechte, das vielleicht jemand tun kann und einem antun kann, sondern immer und immer wieder das Gute suchen. Das klappt mal besser, mal schlechter, aber ich orientiere mich immer wieder neu dran. So, und diese Sonnenblume ist auch ein Geburtstagsständchen für alle Geburtstagskinder heute. Zum Beispiel für dich, liebe Steffi. Und nun drehen wir uns mit der Sonne Tournesol und hier kommt der Sonnenaufgang für euch. Die Sonne spielt heute glutrot mit den Wolken.